Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag vom Mytime Party. Wir wachen auf. Und oh Gott, sie will was. Unser Baby will was. Oh mein Gott, Scraps. Du gehst mal voran, kriegst mal einen Apfel. So, unser Baby kriegt natürlich dann auch was. Und Emily, da müssen wir später mit ihr reden, weil wir heute eine Verabredung mit Sanwa haben. Und die sollten wir dann schon durchziehen. Okay, hier hast du einen getrockneten Klingenfisch. Jona. Komm mal her. Erstmal hier reden. Dann hier beschenken, hier kriegst du nochmal extra eine Milch, weil du die ja so gern magst. Also, beziehungsweise du überlebst wahrscheinlich ohne Milch nicht. Was kann ich hier geben? Fehlendes Dinosaurier-Auto. Gott, ich brauche ein Dinosaurier-Auto. Woher kriege ich ein Dinosaurier-Auto? Okay, ich brauche ein Dinosaurier-Auto. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Ich muss da wohl googeln, später mal. Ich habe noch nie ein Dinosaurier-Auto gesehen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht nur der komische Mann. Sonst habe ich echt ein Problem. Das wäre echt scheiße, wenn mein Kind was will, was ich nicht habe. So. Wir haben Post. Emily will was und in der Stadt weg, glaube ich, noch irgendjemand was. Was haben wir denn hier? Ganz viel Müll können wir da alles weg. Vom Rathaus. Heute 19 Uhr Marktplatz. Geht klar. 200 abgenutzte Fell. Und Dinge von Handelsgilde. Passt. Ich räume mal ganz den Shit weg. Heute ist Sonntag. Okay, deswegen Sonntagsversammlung wahrscheinlich wieder. Gut, Ack müsste jetzt nachpflanzen. Den können wir auch gleich mal die zwei Bombus-Papaya-Samen geben. Ja, ich weiß, du hast eine Menge Arbeit gelassen. Ich habe gestern für dich geerntet, Bitch. Wollte ich nur mal ansprechen, dass ich gestern den ganzen Stuff gemacht habe. So. Jetzt hat der schon wieder was eingesammelt. Das gibt's doch nicht, Ack. Also war er bei den Tieren. Ja, Milch halten. Joa. Da hinten will irgendwer was. Gehen schnell in die Stadt und schauen, wer da was will. Sind auch, glaube ich, erst Nachmittagsverträge. Die Molly will was. Hey, Leila, willst du richtig Knete machen? Nein. Hey, Knete machen? Hey, nicht zu laut. Das muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Fräulein Lucy hat bei Geburtstag gewonnen. Eine Überraschungsparty für sie schmeißen. Aber ganz ehrlich, wir wissen nicht mal, wo wir anfangen sollen. Leila, kannst du uns helfen? Natürlich helfe ich euch. Ja, okay, denk dran, das ist ein Geheimnis. Fräulein Lucy darf nichts davon erfahren. Unter gar keinen Umständen. Vielleicht kann man ja eine Party in Changos Restaurant veranstalten. Okay, Chango. Hey Leila, meine richterliche Intuition sagt, dass du meine Hilfe benötigst. Eine Überraschungsparty zum Geburtstag von Fräulein Lucy. Oh, ich würde sagen, die Tafelrunde ist der perfekte Ort dafür. Und es gibt keinen besseren Verbündeten für diese Mission als meine Wenigkeit. Was für eine Party hast du denn im Sinn? Sie sollte Spaß machen, für jeden muss was dabei sein. Ziemlich vage, aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich sammle doch ein paar Hartholzziehen, Pigmente und Seile. Das ist für mich alles, dann kommt die Krönung. Ein riesiges Schild, auf dem alles Gute zum Geburtstag steht. Manchmal verblüffe ich mich selbst. Verstanden, ist sonst noch etwas? Naja, wir könnten keine Party ohne Essen schmeißen. Ein paar Kürbistorten und frisches Obst sollten reichen. Das mag Lucy, wenn ich mich recht erinnere. Okay, kein Problem. Sonst sollte nichts mehr brauchen. Komm zu mir, wenn du alles hast, was ich dir zeige, was eine richtige Überraschungsparty ist. Okay. Glücklicherweise habe ich alles nicht gedacht. Aber wir gehen das erstes Mal hier rein und schauen, was wir so für eine Mission gerade für Fehler finden können. Und zwar haben wir hier hinten was. Das da ist doch ein bisschen kleiner, oder? Nein, stimmt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier ist nichts. So. Ah, ein Eichendoppelblatt. So, da vorne ist was, da ist was. Da oben ist Dreck, oder? Ah, das Ding war falsch, okay. Hier ist was falsch, oder? Nein. Hier bin ich jetzt blind, blöd, beides. Da ist Dreck. Tap, tap. Ach man, wisst ihr noch, als wir die Töft-Töfts gebaut haben? Boah, ich vermisse diese Zeit. Das war eine echt geile My Time Portier-Zeit. Übrigens, ich spiele My Time Portier jetzt schon über 2 Jahre, glaube ich, wenn das Video rauskommt. Oh mein Gott. Und ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich liebe es wirklich. Also, My Time Portier zählt eindeutig zu einem meiner Lieblingsspiele. Hat man bestimmt schon gemerkt.
Und die Jockey-Statue. Gott, dann haben wir mal ab. Tschüssi, Antoine. Antoine wird komplett von uns ignoriert, weil ich glaube, der ist einfach voll. So. Dann schauen wir mal. Hartholz-Dielen, 2 Pigmente, 2 Zeile und Äpfel. Sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, Tiercode, geil, den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich räume mal kurz alles auf. So, ich sollte mir das irgendwie merken. Baumaterialien, also Seile waren schon mal safe dabei. Dann habe ich noch ganz sicher dabei gehabt. Hartholzstielen. Seile, Hartholzstielen. Das war's noch. Äpfel waren dabei. Pigmente und Äpfel, okay, Pigmente und Äpfel. Und der Baumaterialien habe ich gestern die Pigmente rein. Boah, ich weiß es vor allem noch. Ist über eine Woche her, aber ich weiß es, wo ich das hin habe. Alter, mein Gedächtnis mal wieder. Ist richtig am Durchdrehen. Und der Essen. Sollte ein Apfel zu finden sein. Ja. Okay, das sollte alles sein. Okay, auf zu Django. Geburtstagsüberraschung. Django, Django, Django. Wo ist Django? Ist er drin? Und wir müssen heute noch ein Rezept von ihm kaufen. Einfach, dass wir mal irgendwann alle Rezepte beieinander haben. So, hallo Django. Well done. Gut gemacht, damit können wir eine monumentale Party feiern und vergiss nicht, den Ehrengast einzuladen. Lucy einladen, okay, ja, wir gehen mal zu Lucy und fragen die doch, ob sie zu irgendeiner Party kommen möchte. Ich habe auch keine Ahnung, welchen Tag die Lucy genau Geburtstag hat, aber wir werden es sehen. Lucy, wo bist du? Lucy! Da ist Toby, da ist Martha, da ist Sam. Sam wollte ich heute noch was schenken. Lucy. Ja, wo steckt die? Also am Samstag wird die nicht in der Schule. Ach, die ist oben in der Kirche. Heute ist ihr Kirchenday. Hab ich schon fast wieder vergessen. Und wir brauchen natürlich noch ein Geschenk für die gute Lucy. Nicht für die gute Lucy, für die gute Sam. Mal hier abbiegen. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder einsortieren, nur weil Django immer so einen Kack will. Gut. Dann hätten wir einmal unser Essen. Mein Essen. Essen. Ja. Dann haben wir. Da können wir auch die Kugelstorte mal reintun. Bahn, Erze und so. Da kommt das rein. Dann Baumaterialien. Seile, Tester. Da haben wir noch irgendwas, was wir wegpacken müssen. Die Pinsel und die Geschenke. So. Gut, Geburtstag hat heute keiner. Die sind für die Alice. Und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir noch ganz kurz so ein Dreilauf-Schlangengewehr für die gute Sam. Damit die dann auch glücklich ist. Kostet ja nur Federn. Federn sind ja nichts Wichtiges, Leute. Federn sind überflüssig. Ja. Dann geht's mal hoch zur. Ne, zu Lucy geht's noch nicht. Also erst mal zu Sam, die da gleich rechts entgegenkommt. Dann wird die Kirche mal ein bisschen mit Kristallheißketten beschenkt. Hey. Hallo Sam. Na, du kriegst von mir. Wo ist es? Was ist es? Hier. Dreilaufschlangengewiss. Wow. Okay, Alu ist jetzt auch unser BFF. Läuft. Da gab es eine kleine Freundschaftsexplosion, Leute. Okay, ich mache dann gleich auch noch einen Staubsauger für unseren guten Kumpel, den Higgy. Der steht ja so auf Staubsauger. Staubsauger. 71 kann ich erstellen. Ich mache auch gleich mal 10, dass wir da ein bisschen mit einem Vorrat für ihn haben. Freut sich das über einen Staubsauger, hm? Gute Higgy. So, einmal nach oben. Als wäre Dana heute in der Stadt. Ich hoffe immer, dass Dana einfach ins Museum geht oder so. Und dann einfach da sieht so, oh, da hat sie aber was Schönes hingestellt und Freundschaft kriegt und auf diese Weise meine Freundschaft zu Dana steigt. Aber heute war zum Beispiel keiner an meinem Grundstück und keiner war im Museum. Das ist eine Schandtat.
So, einmal nach oben. Nee, einmal nach oben hier. Rein in die Kirche. Okay. Da ist die Lucy. Aber ich würde einfach mal sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge von My Time Report hier. Bis dahin. Tschüss.